Bundesaußenministerin Baerbock ist zum zweiten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs zu Besuch in der Ukraine. Sie wolle mit ihrer Reise zeigen, dass man dem Land, solange es nötig ist, beistehe. Mit der Lieferung von Waffen, mit humanitärer und auch finanzieller Unterstützung, so Baerbock. Sie wolle aber auch ein Zeichen setzen gegen drohende Kriegsmüdigkeit in Deutschland. Putin betreibe die Spaltung der Gesellschaft und dieser Plan dürfe nicht aufgehen, so die Außenministerin. In Kiew will Baerbock unter anderem mit ihrem Amtskollegen Kuleba sprechen. Und mir zugeschaltet, jetzt live aus Kiew, ist Tobias Damas. Außenministerin Baerbock ist also am Morgen in der Ukraine eingetroffen. Was beabsichtigt sie denn mit diesem Besuch? Wohl vor allen Dingen, um ein Zeichen gegen eine drohende Kriegsmüdigkeit zu setzen. Wir haben es gerade gehört, um Solidarität auszudrücken von Deutschland für die Ukraine. Solange wie nötig, sagte sie. Und das zeigt vielleicht auch der Zeitpunkt ihres Besuchs. Zum ersten Mal war sie im Mai hier, übrigens als erste Ministerin des deutschen Kabinetts. Und jetzt ist sie hier, während in Deutschland Diskussionen um hohe Gaspreise, um eine drohende Energieknappheit die Schlagzeilen bestimmen. Also das könnte als Zeichen gewertet werden, dass sie hier aktiv auch demonstrieren möchte, dass Deutschland an der Seite der Ukraine steht. Ich glaube aber auch, dass Frau Baerbock ein ehrliches Interesse an dem Projekt hatte, das sie heute besucht hat. Und zwar ging es da um das Räumen von Minen, von Panzer und von Landminen, die gegen Personen gerichtet sind. Da hat sie sich trotz Regen viel Zeit genommen, viel nachgefragt, wie das funktioniert. Und ich glaube auch, dass das ein Projekt gewesen ist, das sie interessiert hat. Wie gefährlich ist denn die Reise der Außenministerin angesichts des aktuellen Kriegsgeschehens vor Ort? Die ganze Ukraine gilt weiterhin als aktives Kriegsgebiet, aber der Raum Kiew ist sicherlich nicht zu vergleichen mit den Gebieten im Osten, im Donbass oder im Süden der Ukraine. Es gibt zwar noch regelmäßig Luftalarm, auch in Kiew, aber es hat auch zum Beispiel heute das Treffen gezeigt, Frau Baerbock selber, aber auch ihr Pressetross, ihre Sicherheitsleute. Niemand trug da beispielsweise schusssichere Westen, anders zum Beispiel auch noch als bei ihrem ersten Besuch. Das zeigt, ja, es bringt für sie auch ein gewisses Risiko, mit hierhin zu gehen. Aber Kiew ist nicht zu vergleichen mit anderen Gebieten. Baerbock soll ja in Kiew auch Gespräche mit Außenminister Kuleba führen. Was werden da die zentralen Punkte sein? Es ist gut möglich, dass es da wieder um die ukrainische Forderung nach neuen schweren Waffen geht. Erst in den vergangenen Wochen hatte die Ukraine Leopard 2 Kampfpanzer gefordert. Deutschland hat die bisher, wie auch die anderen NATO-Staaten, nicht geliefert. Das sind schwere Panzer westlicher Bauart. Und diese Forderung wird eigentlich relativ häufig erhoben, wenn deutsche Politiker mit ukrainischen Politikern sprechen. Ich bin aber auch gespannt, ob es noch um ein anderes Thema gehen wird, und zwar um die Vorstöße der Ukraine, vor allen Dingen im Raum Kharkiv. Da hat sich Frau Baerbock heute Morgen nicht zu geäußert. Fragen dazu kommen aber sicherlich heute Abend auch nochmal auf, und dann bin ich sehr interessiert, wie Frau Baerbock das einordnen wird. Schauen wir doch noch mal auf das aktuelle Kriegsgeschehen. Die Ukraine meldet in den vergangenen Tagen ja immer wieder Erfolge im Zuge ihrer Gegenoffensive. Was wissen Sie denn darüber? Ja, es soll um Dutzende Siedlungen und Dörfer gehen, die die Ukraine zurückerobert hat, vor allen Dingen im Raum Kharkiv. Das liegt im Nordosten der Ukraine, eine Stadt, die unter schwerem russischem Beschuss ist, schon seit Monaten. Und jetzt wollen die ukrainischen Streitkräfte 50 Kilometer oder sogar noch weiter eingedrungen sein, hinter die russischen Frontlinien einen breiten Korridor geschaffen haben. Und es gibt Videos, zahlreiche Videos in den ukrainischen sozialen Medien, die zeigen, wie ukrainische Soldaten in Siedlungen einmarschieren, wie sie jubelnd empfangen werden. Und das deckt sich auch etwas mit der Euphorie, die mir hier begegnet, wenn Menschen über dieses Thema sprechen, über die Rückeroberungen der Siedlungen. Und auch andere Quellen zeigen, dass dieser Vorstoß sehr wahrscheinlich ist. Der britische Geheimdienst beispielsweise hat auch bestätigt, dass es dort Vorstöße und erfolgreiche Geländegewinne der ukrainischen Armee gibt. Und auch die russische Besatzung hat die Bevölkerung aufgerufen, diese Gebiete zu verlassen, nach Russland zu evakuieren. Also das sind starke Anzeichen dafür, dass es dort tatsächlich Fortschritte von der ukrainischen Seite gegeben hat. Und die ukrainische Armee steht nun offenbar vor einer Kleinstadt, die wichtig ist für die russische Armee, um dort Nachschub zu organisieren und auch Verkehrsknotenpunkte zu sichern. Das heißt, sollte der ukrainische Vorstoß da tatsächlich von Erfolg gekrönt sein, dann hat das auch schwerwiegende Auswirkungen auf die Versorgung der russischen Truppen im Osten und Nordosten der Ukraine. Tobias Damas in Kiew, herzlichen Dank für diese Information.